Gerade haben wir hier noch seine Theorie erklärt, dass das Universum eigentlich mit dem Urknall keinen Anfang hat, sondern quasi wie die Erdkugel nur in vier Dimensionen eine Kugel ist, ohne Anfang und Ende. Eine seiner bahnbrechenden Theorien. Stephen Hawking ist tot und ich habe einige Stunden gebraucht, um diese Nachricht zu verdauen. Deswegen kommt das Video heute etwas später. Heute Morgen starb der Astrophysiker in Cambridge. Alles über Stephen Hawking und warum er uns fehlen wird. Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Das war sein Schicksal. Eigentlich sollte Stephen Hawking schon viel früher sterben, so seine Ärzte damals. 1963 bekam er die Diagnose ALS, amyotrophe Lateralsklerose. Eigentlich hätte er spätestens 5 Jahre später, also 1968, sterben sollen. Er hat den Tod 50 Jahre hinausgezögert. Und in dieser Zeit veröffentlichte er absolut bahnbrechende Arbeiten. 1964 machte er die unglaubliche Voraussage, dass schwarze Löcher auch wieder verschwinden. Das war eine absolute Sensation. Bis dahin wurde das für absolut unmöglich gehalten. Nach ihm wurde dann auch die Strahlung benannt, die das verursacht, die Hawking-Strahlung. Dadurch entstand aber ein Dilemma. Informationen würden durch diesen Vorgang unwiederbringlich verloren gehen. 2004 korrigierte sich Hawking und konnte das Dilemma lösen. Seine These, die Informationen würden nicht verschwinden, sondern nur unlesbar, wie in einem verbrannten Buch. Dann begründete er den Urknall mathematisch. Er fand heraus, dass sich die Singularitäten in schwarzen Löchern, also der vermutete klitzeklitzekleine Punkt in der Mitte jeden schwarzen Loches, genauso verhalten wie der Beginn des Universums, der Urknall. Eine Singularität stand demnach am Anfang. Aber, und das ist eine wirklich umwerfende These, das ist gar nicht der Anfang im eigentlichen Sinne. Laut Hawking ist das Universum nämlich eine Kugel mit der Zeit eine vierdimensionale Kugel. Der Urknall ist dabei am Nordpol, aber der ist wie bei uns kein Ende, sondern nur ein Punkt auf der Oberfläche. Er geht davon aus, damit auch bewiesen zu haben, dass es keinen Gott braucht. Denn das Universum war schon immer da und wird es auch immer sein. Und Zeit, wie wir Menschen sie empfinden, gibt es eigentlich so gar nicht. Der Tod von Stephen Hawking hat etwas Untröstliches. Es geht ein absolut unglaublicher Denker, den es so nicht nochmal gibt, und er selbst glaubt auch nicht an Gott und irgendetwas, das nach dem Tod kommt. Niemand wird seine Stelle einnehmen können. Im Guardian wurde Hawking zum Tod befragt und antwortete: Ich sehe das Gehirn als einen Computer, der die Arbeit einstellt, wenn seine Komponenten versagen. Es gibt keinen Himmel für kaputte Computer. Das ist ein Märchen für Menschen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Hoffen wir mal, dass sich Hawking da vielleicht mal irrt. Der Anlass gebietet heute, keine Endcard zu machen. Rest in peace, Stephen Hawking. Live long and prosper.